Lamborghini Aventador LP 704. Das ist der wirklich leistungsstärkste Lamborghini von Lamborghini. Und zwar ist es wirklich ein Tarnkappenbomber, wenn man so will. Ich finde, er sieht total genial aus, wenn man sich mal das Ganze hier anguckt, mit den ganzen Facetten und alles drum und dran. Er schaut von vorne wirklich krass böse, aber dafür gut aus. Er hat 700 PS, was ja der Name schon auch verrät, 690 Newtonmeter, Allrad, sehr gut übrigens, 1,6 Tonnen in etwa, was dann aber durch den Allrad natürlich auch ein bisschen nicht so schlimm ist, sag jetzt mal. Außerdem 350 km/h ist der Topspeed, sowie 2,9 Sekunden von 0 auf 100, was ja auch dem Allrad geschuldet ist. Und der hat nämlich auch das Allradsystem von Audi übernommen. Quattro hier in dem Fall 60-40, also Verteilung vom Allradsystem 60-40, also 60 an die Hinterachse, 40 vorne an die Vorderachse. Bedeutet hier ein wirklich gutes Verhältnis, da wir einen Heckmotor haben, ja, also Mittelmotor hinten. Und von dem her wollen wir uns gleich mal die Geschwindigkeit etwas genauer anschauen bei diesem Fahrzeug. Ja gut, abgesehen von dem abnormal geilen Sound vom Lamborghini Aventador, müssen wir jetzt auch mal die Geschwindigkeit testen. Schon mal ein geiles Interface, wie ich finde, hier mit dem Drehzahlmesser. So, jetzt testen wir mal, wie er so abgeht. So, dank dem Allradsystem gar keine Wheelspin. Wir können schön durchziehen. Schalten geht wirklich schnell durchs Doppelkupplungsgetriebe. Also, der geht gut nach vorne. Besonders, ich glaube, auf der Rennstrecke wird er sich richtig gut schlagen. Eben A, Allrad, B, Gewichtsverteilung im Gegensatz zur Leistung und 4 Newtonmeter Drehmoment. Das macht wirklich auf der Rennstrecke. Wir haben jetzt schon 300 auf dem Tacho. Also ich denke, das wird ein leichtes für den guten Aventador, die anderen hier auf der Rennstrecke ein bisschen nass zu machen. Und genau das werden wir uns jetzt mal anschauen. Jetzt hier auf dem Sebring International Raceway, wie immer unsere Standard-Teststrecke, legen wir jetzt los mit dem Lamborghini Aventador und sind bereit. 3, 2, 1, Feuer! Keine Traktionsprobleme durch den Allrad, sehr gut. Das Allradsystem macht seinen Job. Wir können hier gut durchbeschleunigen auf 240. Haben wir leicht ins Untersteuern gehabt. Durch, wie gesagt, die 60-40 Verteilung trotzdem kein Problem. Für den Aventador, der hier wirklich sehr gut bis jetzt um die Kurven schießt. Und das Auto hat man eigentlich immer, fast immer richtig schön unter Kontrolle. Man kann richtig schön dosieren. Mit der Lenkung, mit dem Gas, alles ist super aufeinander abgestimmt. Aber er beschleunigt wirklich gut. Auch wirklich eine sehr, sehr stabile Kurvenlage hier. Was man nicht von allen Autos behaupten kann. Und jetzt hier auf der letzten Geraden. Vor dem Ziel. Müssen wir nochmal mit dem Lambo alles geben, alles rausholen. 260 haben wir jetzt gleich. Ah, hier hat er zu viel Übersteuern gehabt. Und stopp. 1 Minute 52 und 42 Hundertstel. Mit 1 Minute 52 und 42 Hundertstel reiht er sich in der Ebene zwischen der Corvette und dem Ferrari ein. Tja, knapp besser als die Corvette sogar. Wobei ich sagen muss, dass der Aventador schon ein Stückchen stärker ist und ein bisschen bessere Straßenlage hat.
wenn wir da jetzt in der letzten Kurve ein bisschen weniger Untersteuern gehabt hätten, vielleicht hätten wir dann vielleicht auch die 1 Minute 51er Marke oder gar die 50er Marke erreichen können. Je nachdem, aber trotzdem ist es ein super Fahrzeug. Einer meiner Lieblingsfahrzeuge in diesem Spiel. Besonders auch in echt ein wirklich schickes Aggregat mit viel Leistung und wirklich Performance bis zum Umfallen, wie ich finde. Aber soweit so gut. Ansonsten den Link zu unserer Homepage und so weiter und so fort, das gibt es wieder in der Videobeschreibung. Und selbstverständlich könnt ihr jetzt auch wieder an der Umfrage teilnehmen. Alle, die den Aventador gewählt haben, können jetzt auch ein anderes, neues Fahrzeug wählen. Tja, wählt weiterhin fleißig und wir schauen mal, wie es jetzt dann in den nächsten Videos weitergeht, mit welchen Fahrzeugen, was kann gegen was konkurrieren. Und jetzt haben wir eine gute Liste schon mit Fahrzeugen angesammelt und schauen mal, was sich sonst noch so ergibt. Gut, dann oben links geht es jetzt zum stärksten aller Fahrzeuge bis jetzt, dem Koenigsegger GR-R. Und oben rechts im Eck geht es jetzt zum letzten Test, die Corvette ZR1 wurde da getestet. Gut, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.